Erneut eskaliert die Gewalt im Kosovo. Kosovarische Polizei und KFOR-Soldaten schlagen brutal die Proteste der serbischen Minderheit nieder. Sie schießen mit Gummigeschossen auf Demonstranten, setzen Tränengas und Blendgranaten ein. Die Demonstranten wehren sich und werfen Flaschen und Steine. Rund 50 Zivilisten und 40 Sicherheitskräfte werden verletzt. Auslöser für die Proteste waren Regionalwahlen in den überwiegend von Serben bewohnten Gebieten Nordmitrovica, Zvečan, Zubin Potok und Liposavić. Trotz Boykotts der serbischen Bevölkerung und einer Wahlbeteiligung von unter 4% plante die kosovarische Verwaltung die Einsetzung albanischstämmiger Bürgermeister. Die serbische Bevölkerung verweigerte ihnen den Einzug in die Ratshäuser. Die kosovarischen Truppen wollten den Einzug schließlich gewaltsam erzwingen. Die kosovarische Regierung sieht die Schuld für die Eskalation allein auf Seiten der serbischen Bevölkerung. Die kosovarische Präsidentin Vjosa Osmani-Satriu sieht als Drahtzieher den serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić. Serbische illegale Strukturen, die sich in kriminelle Banden verwandelt haben, haben die kosovarische Polizei, KFOR-Beamte und Journalisten angegriffen. Diese inakzeptablen Gewalttaten sollten von allen verurteilt werden. Diejenigen, die Vučićs Befehle zur Destabilisierung des Nordens des Kosovo ausführen, müssen vor Gericht gestellt werden. Völlig anders bewertet der serbische Präsident Vučić den Hergang der Ereignisse. Er appelliert an die internationale Gemeinschaft, um Druck auf den kosovarischen Premierminister Albin Kurti auszuüben. Wir werden alles von uns geben, um Frieden zu erhalten. Ich wiederhole es noch einmal und bitte die internationale Gemeinschaft, dass sie Albina Kurtija verstehen, dass sie ihn nicht verstehen. Mada mu pri tome daju sve od vizne liberalizacije do članstva u Savetu Evrope, do toga da zajednice srpskih opština ni posle 10,5 godina nema formirane, već da preduzmu mere. Ako to ne učine, plašim se da će za sve nas biti kasno. Da ćemo dati sve od sebe, da sačuvamo mir, ali da takođe nećemo dozvoliti ni progon, ni pogrom, Die internationalen Reaktionen spiegeln die heutigen geopolitischen Machtverhältnisse wider. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell stellt sich völlig auf Seiten der kosovarischen Regierung. Er verurteilt die Gewalt gegen die KFOR-Truppen. The European Union condemns in the strongest terms the violence in the north of Kosovo that we have seen in the last few days. Violent acts against citizens, against media, against law enforcement and the KFOR troops are absolutely unacceptable and bring to a very dangerous situation. We, the European Union, we stand firmly behind NATO's KFOR in fulfilling its mandate in the interest of the peace and stability in Kosovo. Der US-Außenminister Antony Blinken appelliert an den kosovarischen Premierminister Kurti. Wir verurteilen auf Schärfste die Maßnahmen der Regierung des Kosovo, die die Spannungen im Norden des Landes verschärfen und die Instabilität erhöhen. Wir appellieren an den Premierminister Albin Kurti, die gewaltsamen Maßnahmen unverzüglich einzustellen und sich wieder auf den von der EU geförderten Dialog zu konzentrieren. Als Konsequenz auf die Verwundung einiger KFOR-Soldaten beschließt die NATO eine Aufstockung ihres Truppenkontingents um weitere 700 Soldaten. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sieht im Kosovo eine Gefahr für die europäisch-atlantische Stabilität. Violence sets back Kosovo and the entire region and puts Euro-Atlantic aspirations at risk. Both Pristina and Belgrade must take concrete steps to de-escalate the situation, refrain from further irresponsible behavior, and engage in the EU-facilitated dialogue
which is the only way to a lasting peace. Stoltenberg kommentiert nicht das Vorgehen der KFOR-Einheiten gegen die serbischen Demonstranten. Die KFOR selbst spricht von einer Reaktion auf unprovozierte Angriffe einer gewalttätigen und gefährlichen Menge. Das Vorgehen der NATO-Soldaten war aber nicht einheitlich. Zahlreiche Aufnahmen zeigen, wie US-Soldaten unmittelbar auf den Einsatz ihrer Waffen setzen. Ungarische KFOR-Soldaten hingegen stehen mit gesenkten Schutzschilden den Demonstranten gegenüber und versuchen zu deeskalieren. Anders als EU und NATO bewertet Russland, das traditionell freundschaftliche Beziehungen zu Serbien pflegt, die Eskalation im Kosovo. Der russische Außenminister Sergej Lavrov warnt vor einer Spirale der Gewalt, deren Auslöser der Krieg der NATO gegen Jugoslawien im Jahr 1999 war. Здесь я не знаю, это зреет большой взрыв в центре Европы, в том самом месте, где в 1999 году НАТО осуществило агрессию против Югославии в нарушении всех мыслимых принципов Хельсинского заключительного акта и других документов ОБСЕ. Ситуация тревожная, но Запад взял курс на тотальное подчинение всех, кто хоть как-то высказывает собственное мнение. Im Jahr 1999 griff die NATO ohne UN-Mandat in die bewaffnete Auseinandersetzung zwischen den albanischen Separatisten der UÇK und den jugoslawischen Streitkräften ein. Vorausgegangen war eine politische und mediale Kampagne, um die westliche Bevölkerung auf den Krieg gegen Jugoslawien einzustimmen. Verbreitet wurden Falschmeldungen des angeblichen serbischen Hufeisenplans, wonach Belgrad geplant habe, Hunderttausende Menschen zu deportieren und zu töten. Lautstärkste Verbreiter waren damals Verteidigungsminister Rudolf Scharping von der SPD und der grüne Außenminister Joschka Fischer. Heute weiß man, das waren Fake News, produziert von westlichen Geheimdiensten. In ihrem Krieg gegen Jugoslawien setzte die NATO auf massive Bombardements, auch gegen zivile Einrichtungen. Resultat? Hunderte getötete Zivilisten. Genaue Zahlen gibt es bis heute nicht. Man geht von bis zu 2500 zivilen Todesopfern aus. Nach Beendigung der Kriegshandlungen stationierte die NATO die sogenannte Kosovo-Truppe, kurz KFOR, mit einem ursprünglichen Kontingent von etwa 50.000 Mann. Offizielles Ziel war es, die Rückkehr von Flüchtlingen zu ermöglichen und die Entmilitarisierung des Kosovos zu überwachen. Faktisch wurde damit eine Lostrennung des historischen serbischen Gebiets von Kosovo und Metochien verfestigt. Am 17. Februar 2008 schließlich proklamierte das Kosovo seine Unabhängigkeit von Serbien. Umgehend erkannten die meisten EU- und NATO-Staaten und ihre Verbündeten die Republik Kosovo an. Einige davon haben ihre Anerkennung mittlerweile zurückgezogen. Außerhalb des westlichen Dunstkreises blieb dem Kosovo die Anerkennung verweigert. Belgrad selbst betont, dass das Kosovo eine gewaltsame durch die NATO abgespaltene Region Serbiens sei. Durch die Abspaltung leben nun etwa 120.000 Serben innerhalb der kosovarischen Verwaltung. Im April 2023 betonte Vučić, er werde die Unabhängigkeit des Kosovo nicht anerkennen. Kosovo wird Teil Serbiens bleiben, solange ich mein Amt erfülle. Danach muss sich jemand anderes mit dieser Frage beschäftigen. Die Spannungen im Kosovo stehen im Zusammenhang mit der Geopolitik. Das Kosovo ist ein von der NATO aufgebauter und gestützter Protostaat. Die kosovarische Regierung strebt eine Vollmitgliedschaft in der NATO an. Im Dezember vergangenen Jahres reichte sie zudem einen Antrag auf Mitgliedschaft in der EU ein. Serbien, das selbst im Jahr 2009 einen Antrag auf EU-Mitgliedschaft gestellt hatte, reagierte empört.
Die EU nutzt den Kosovo, um Druck auf Serbien auszuüben. Der EU-Rat hat als Bedingung für einen EU-Beitritt Serbiens eine Normalisierung mit Kosovo vorausgesetzt. De facto eine Anerkennung der Unabhängigkeit. Kann die EU damit tatsächlich Einfluss auf Serbien nehmen? Oder sorgt sie für eine weitere Destabilisierung auf dem Balkan? Wohin führen die Spannungen zwischen serbischer Bevölkerung und kosovarischer Verwaltung? Schreibt uns eure Meinungen in die Kommentare.